Deine Zeit ist um, Lina. Ab heute manipulierst du keine Rennen mehr. Okay, willkommen in der Oberliga. Hoffe, dir gefällt dein neuer Wagen. Dein Codename ist Sidewinder. Bleib auf diesem Kanal und tu, was der Boss sagt. Dann wird es sich für dich lohnen. Sidewinder. Okay. House Racer, alle mal herhören. Der Gewinner heute Nacht ist Kingsnake. Ab der Hälfte des Rennens bleibt er vorne. Ich fühle mich richtig gut. Jetzt ist Navarro fällig. Ich frage mich, wer von euch Kingsnake ist, obwohl ich besiege euch sowieso alle. Dachtest du, ich beobachte dich nicht? Was du da machst, verstößt gegen unseren Deal. Ich entscheide, wie das Spiel läuft. Klar. Ich war's leid zu warten. Ich werde die Sache jetzt angehen. In der Runde gehe ich nach vorn. Kingsnake, das Rennen ist halb rum. Zeig, was du kannst und geh nach vorn. Mach schon, Tyler. Kingsnake darf nicht gewinnen. Weißt du was? Gut, hol dir den Sieg und genieß ihn. Aber anschließend haust du da ab. Du bist mein Ass im Ärmel. Einverstanden. Keine Ahnung, wer du bist, Sidewinder, aber das wirst du bereuen. Du kaufst keine Rennen mehr, Navarro. Tyler Morgan? Versucht's mal mit Golfwagen, ihr Trottel. Was gibt's, Weir? Genieß den Sieg, aber vergiss nicht. Ich brauch dich lebendig. Du hast's vermasselt. Dein kleiner Stunt hat uns eine Geld, Tyler. Du verärgerst hier das Haus. Alles in dieser Stadt gehört uns. Jedes Rennen, jeder Midnight Run und jede Offroad Rally. Das Haus gewinnt immer. Aber nicht heute Nacht, oder? Miss Navarro, hier sind zu viele Zeugen. Wir sehen uns. Kümmert euch um diese hinterhältige Made. Er darf euch nicht entkommen. Verstanden? Ja, was geht klar. Ach, du dämlicher Vollidiot. Das Haus tobt deinetwegen vor Wut. Gut. Nein, nicht gut. Schlecht. Ich brauch dich lebendig. Ich hab Pläne mit dir. Also werd die Enforcer los und komm her. Oh, Tyler, so hätte es jemand sein können. Aber jetzt bin ich wütend. Nein, ich bin wütend, Navarro, und das war nur der Anfang. Der beste Racer der Stadt, und doch so naiv. Du warst nicht grundlos das perfekte Ziel. Du kannst nirgendwo hin. Die Stadt gehört jetzt uns. Der Einsatz ist zu hoch, um noch irgendwas dem Zufall zu überlassen. Rennen sind niemals Zufall, deshalb musst du sie manipulieren. Aber wir kriegen ihn. Wehe nicht, du hast ihn schließlich an Bord geholt. Das war's für ihn. Und tschüss.
Was zum Teufel machst du denn? Ich hab noch Termine. Oh, tut mir leid. Ich hab ein paar stinksaure Schläge erhalten. Dann werden sie gefälligst los. Willst du mich umbringen? Wir haben ihn. So, die bin ich los. Gut, sehr gut. Ich schicke dir meine Position. Bin fast da. Wird auch Zeit. Wir haben viel zu tun. Es ist erledigt. Nach heute hat kein Buchmacher mehr Vertrauen in Navarro. Glaubst du das wirklich? Du bist echt niedlich. Ihr Boss kontrolliert alles, Kai. Sie braucht ihr Vertrauen nicht. Ich finde einen Weg. Es gibt einen Weg. Mich. Stell dir eine Stadt vor, in der jede Wette und jedes Spiel manipuliert sind. Das will das Haus. Und es wird alles tun, damit es so kommt. Ich bin Street Racer. Das hat nichts mit mir zu tun. Bitte? Es hat extrem mit dir zu tun. Extrem viel. Ihr Anführer heißt der Kollektor und er hat eine Schwäche. Autos. Schon mal vom Outlaws Rush gehört? Ist das größte Rennen des Landes. Ja, und das Haus manipuliert es. Spieler setzen Millionen und er bekommt was ab. Heute war nur ein Testlauf und du hast mich auf eine Idee gebracht. Ach. Hör zu, so wie du fährst, bist du der beste Racer der Stadt. Wir müssen dich nur an den Start kriegen. Gewinn den Outlaws Rush und das Haus und Navarro sind erledigt. Wir gegen das Haus? Ja. Ich mein wir. Rette dein Casino allein. Es geht nicht nur um mich. Das sind deine Straßen, Junge. Was ist wohl ihr nächstes Ziel? Okay, Tyler. Fahr nach Hause und durchdenk die Sache. Morgen, du Bastard. Du hast mich voll reingeritten. Ich hab für dich gebürgt. Typen wie wir sind für die nur lästige Fliegen. Sie haben die Hälfte der Streetgangs aus der Stadt gejagt, weil sie nicht mitspielen wollten. Denkst du, da haben die Angst vor dir? Das sollten sie. Für das Rennen heute Nacht Großes versprochen, Navarro. Stattdessen haben Sie viele Leute enttäuscht. Erklären Sie mir das. Das Problem ist bereits gelöst. Ich bin dabei. Gut. Gut, gut, gut. Du brauchst eine Crew. Fünf Sterne, Mann. Danke. Okay, Mac.
bring's einfach hinter dich und lächle dabei. Hey! Hushpuppy, ich steh auf deinen Kanal. Ich heiß Hash Tiger. Ja. Tiger Selfie! Nein, nein, Los nein, jetzt. Mann. Kein Tiger Selfie. Komm, fettes Roar! 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 Episch. Steig schon ein. Was für eine Drecksmusik ist das? Hier ist Hash Tiger, live aus dem Hashmobil mit Driftmeister McAllister. Mac, verrat uns deine Drift-Geheimnisse. Klar. Das ist wirklich simpel. Man nimmt Tempo auf und lenkt dann hart ein. Hier, ich zeig's dir. Und so macht man das. Los, nochmal. Aber diesmal drück voll durch. Hör zu, ich glaub... Der Kunde hat immer recht. Na schön. Weißt du was? Ich zeig dir meine Lieblingsdriftstrecke. Echt gutes Setup übrigens. Damit kommt man mit Leichtigkeit in die Drifts. Setup? Lass mich raten. Der Wagen hatte schon eine Driftabstimmung, als du ihn gekauft hast. Klar. Ich gelernt, so zu fahren. Als Kind in der East End Crew die Autos geklaut hat. Es geht nichts über den Kick, in vollem Tempo durch Kurven zu driften. Krass, total Gangster, Mann. Bitte sag das nicht. Bist du deshalb in Amerika, um deiner dunklen Vergangenheit zu entfliehen? Was? Nein, Mann, nicht dasselbe. Das hier ist das Land der SUVs, Muscle Cars und endlosen Straßen. Der perfekte Ort für einen Neuanfang. Klingt, als hättest du es geschafft. Ich mach dich nämlich krass berühmt. Wow, ich kann mich echt glücklich schätzen. Hast du Profi-Drift-Tipps für all die Jungtiger da draußen? Gibt's dafür eine Art Drift-Button oder so? Ja, genau. Man drückt einfach den Drift-Button. Richtige Musik. Das hier könnte heftig werden, Tiger. Ich hoffe, dir wird nicht schlecht. Soll das ein Witz sein? Ich spiele jede Menge Rennspiele. Mach schon, mach schon! Wow, das ist der Hammer! Ich fange gerade erst an. Einlegen? Ich fühle mich nicht so gut. Kannst du es noch zurückhalten? Ich versuch's. Ah.
war keine gute Idee. Du sagtest voll durch. Der Kunde hat immer recht. Weißt du, ne? Guck mal, zweihändig. Halt an! Halt sofort an! Wow, 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 wow! Also, Haschpapi. Krass genug für dich? Tyler, lange her, Mann. Ja, stimmt. Hey, Mac, es war eine harte Zeit ohne die alte Crew. Wem sagst du das? Mac, ich habe einen Plan. Du bist zurück? Mann, da bin ich dabei. Einfach so? Du langweilst dich, oder? Aber richtig, Mann. Ist Jess auch dabei? Ich arbeite dran. Hey, Mac, hast du eine Aufnahme, wie ich kotze? Mach schneller. Ihr seid zu spät. Ich hasse warten. Was? Lady, wir sind hier mitten in einem Raubüberfall. Na, Jimmy! Verdammt, wir müssen hier weg! Damit ihr es wisst, ihr zahlt für zwei Abholungen. Egal, wer am Ende von euch überlebt. Verdammt! Okay, ich kenne da jemanden. Halt durch! Wir schaffen es nicht! Red keinen Quatsch und genieß einfach die Fahrt. Miller? Du gehst ran? Jetzt? Jess, Tyler hier. Hast du kurz Zeit? Tyler? Hey, bleib auf der Plane. Ich schwör dir, wenn du mir die Sitze vollblutest, gerade ungünstig. Sorry. Jess, warte. Ich habe einen Plan. Du meldest dich erst nach 6 Monaten und brauchst etwas von mir? Jess, ich... Tyler, ernsthaft? Ich bin gerade beschäftigt. Doch, es ist gerade ungünstig. Ja, bist du bescheuert, Tyler? Lass mich mit dir reden. Hey, Jess. Mac? Ty muss echt verzweifelt sein, wenn er dich mit reinzieht. Ach, was, du kennst mich. Ich bin nur für die Stimmung da. Machst du mir jetzt Tylers Plan schmackhaft? Quatsch. Ich an deiner Stelle würd's lassen. Er will sich Lina vorknöpfen. Lina? Sie gehört jetzt zum Haus. Ihr beide spinnt doch. Da mache ich nicht mit. Oh, wie weit noch? Hör auf zu jammern, wir sind fast da. Was? Wir sind schon da? Verdammt, du weißt echt, wie man fährt. Dafür bezahlt ihr mich. Sag dem Kerl, Jazz schickt dich. Dann verarztet er dich. Hör zu, Jess, der Plan ist narrensicher. Wir brauchen nur deine... Ty, Lina und das Haus? Gib mir Mac. Du kannst nicht anders, was? Du bist interessiert. Der Plan. Wie verrückt ist er? Oh, total verrückt. Polizei, Stunts, irre Kuhs. Nichts, worauf du stehst. Lina hat uns vor 6 Monaten fertig gemacht und ihr wollt jetzt gegen sie und das Haus kämpfen? War ich Rev keine Lehre? Diesmal wird es anders. Wir drei gemeinsam.
können es schaffen. Die alte Crew wieder vereint, hm? Komm zurück, Jeff. Ziehen wir's durch. Sag ihm, ich denk drüber nach. Also, was deinen dämlichen Plan angeht... Er ist nicht... Ja? Treffen wir uns. Wo bist du? Das ist der dümmste Plan aller Zeiten. Wegen so einem Mist bin ich ausgestiegen. Die beste Crew der Stadt kriegt einen Platz im Rush. Das heißt, wir müssen nur alle Silver Rock Street liegen schlagen, mehr nicht. Mac übernimmt Offroad und Drift und ich nehme den Rest. Ja, und das Haus? Es kontrolliert alles, was in der Stadt läuft. Hier kommst du ins Spiel. Es wird sich irgendwie absichern. Sprich mit deinen Unterweltkontakten, finde raus, wie es läuft und dann klären wir das. Also, wir gewinnen das Rennen, stürzen das Haus und schwimmen dann in Geld. Perfekt. Ruhm und Geld. Dina Navarro bekommt, was sie verdient hat. Ihr Idioten bringt euch ohne mich doch sowieso nur um. Ich mach mit. Ja. Rev? Hm? Du weißt, wir schaffen das nicht ohne unseren Meisteringenieur. Du redest einen Scheiß. Aber ich kann wohl nicht anders. Ihr könnt auch meine Werkstatt benutzen, aber es gibt Regeln wie... Die Crew ist wieder vereint, Baby! Ruhig bleiben. Hat auch nur einer von euch ein Auto? Ich hab's verloren bei einer Wette, weißt du? Ich hätte eigentlich gewählt. Es reicht jetzt. Seht euch hinten um. Da stehen noch ein paar Wagen. Ich bin umgeben von... Der gute alte 87er Buick GNX. Was für ein krasser Wagen. Der schafft die 0 auf 100 auch jetzt noch in 6 Sekunden.
Der Golf GTI 1, Wegbereiter der Der S2000, Hondas Hommage an die Roadster der 60er. Sein VTEC-Motor zeigt erst bei 9000 Umdrehungen, was er wirklich drauf hat. Ich dachte, du hast sie nur getuned. Oh, so, dafür erteile ich dir eine Lektion. Das ist meine Beschleunigung, was? Nicht schlecht. Allerdings wirst du nicht vorne bleiben. Überzeugt, dass meine besser sind als seine. Tyler, du weißt, ich bin damit durch. Er hat so gute Zeit, aber ich bin Mechaniker. Mir gefällt mein Leben hier draußen. Sie hat uns verarscht, Ralph. Willst du sie etwa nicht aufhalten? Nein, ich will immer noch wissen, was der Königsdeck unter der Haube hat. Aber ich bin nicht mehr wütend. Ich habe meinen Frieden gefunden. Freut mich für dich, glaub ich. Du hältst dich doch nicht etwa zurück, oder? Das brauchst du nicht. Niemand. Die Sache endet nicht mit Navarro. Du weißt doch, für wen sie arbeitet und wofür sie steht. Dir ist klar, dass noch nie jemand gegen das Haus gewonnen hat, oder? Es gibt... Tja, allein mit Pferdestärken kommt man nicht so weit. Hey Mac, wo wollt ihr beiden denn hin? Rev hat nicht alles auf Lager. Wir fahren zum Händler, um mir Offroad-Räder zu besorgen. Cool. Oh ja. Kannst du dir das leisten? Ich könnte dir was leihen. Nein, passt schon, Schwester. Ich hab mein Sparschwein geplündert. Für welchen entscheidest du dich, Mac? Der WRX STI. Mein Lieblingskompakter für holprige Strecken. Super. Der Land Rover 110. Sein Aufbau ist seit Jahrzehnten gleich und das aus gutem Grund. Puh, das Ding kann einiges einstecken. Schon okay, Baby. Das meint sie nicht so. Jetzt muss ich dich platt machen. Ein Rennen zum Airfield?
Du nimmst die Straße, ich fahr Offroad. Bist du dabei? Warum machst du das hier wirklich, Max? Was meinst du? Wir kriegen mega Kohle und wischen Navarro eins aus. Was gibt's Besseres? Ich kenn dich, Max. So einfach ist es nicht. Teilt mit einem persönlichen Kreuzzug, aber du? Okay, Klartext, Jess. Nach unserer Trennung musste ich Geld verdienen. Und das heißt, ich musste auch für das Haus arbeiten. Wir haben gespielt und verloren. Du hast getan, was nötig war. Ja, mein ganzer Umzug nach Amerika war ein Risiko. Außerdem ist es kein Spiel, wenn man weiß, dass man gewinnt. Bei dir läuft's doch gut, Jess. Du brauchst uns nicht. Wieso bist du dabei? Weil irgendwer auf Kai aufpassen muss. Er legt sich mit den Street-Ligen an, um ein aussichtsloses Rennen zu fahren. Bei seiner Wut auf Navarro wird er uns brauchen. Du denkst, wir haben eine Chance? Wir hatten 6 Monate nichts von ihm gehört. Aber jetzt ist er zurück und fest entschlossen, alleine in den Krieg ziehen. Oh, ich wusste es. Du hast uns vermisst. Hört zu, Max. Ich helfe euch, solange ihr keinen Mist baut. Mir geht's um euch. Nicht um die Action. Jess, ich kenn dich. Du kannst einfach nicht anders. Oh ja! Ich gebe zu, ich dachte nicht, dass du das schaffst. Man gewinnt nun mal nicht, wenn man nichts riskiert. Wenn du meinst. Na, ich bleib trotzdem lieber auf der Straße. Hey Rev, wie läuft's? Netten Wagen hast du da, Mac. Warum fährst du nicht mal in die Werkstatt? Bin gleich da. Ich habe euch hier Platz für eure Wagen freigemacht. Tunt sie, lackiert sie, arbeitet an eurem Stil. Ihr könntet vielleicht als erstes ein paar Upgrades durchführen, um ein bisschen mehr Leistung aus diesen Autos rauszukitzeln. Ich habe noch ein paar Teile rumliegen, aber räumt anschließend wieder auf, okay? Was hast du für uns, Rev? Hier in der Wüste kenne ich 2 Ligen, die eure Zeit wert sind. Die erste ist eine Racing-Liga namens Graveyard Shift, angeführt von La Katrina. Ein Haufen Kids mit Todessehnsucht und einem Hang zum Drama. Mac, die 2. Liga ist dein Ding. League 73, eine Offroad-Crew, angeführt von... Sie fahren in letzter Zeit ständig auf dem Airfield und zerstören meine Prototypen. Also, wer zuerst? Okay, Mac. Wir fahren erst ein paar Liga-Rennen und fordern dann die Bosse zum Duell heraus. So sammeln wir genug Ansehen, um in den Outlaws-Rush zu kommen.